Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Folge. Wir spielen Assassin's Creed Mirage. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich will gar nicht viel sagen. Ich will unbedingt den Typ da oben in seinen Arsch treten, weil er hat auf unser Vogel geschossen. Und das ist nicht nett und das werden wir mit der Höchststrafe seinem Leben büßen lassen. Dafür müssen wir dabei erstmal vorkommen, denn wir sollen nicht erwischt werden. Fast wieder zu lange gezögert. Schon einmal in die Hose gegangen. So, da ist so ein Dicker, auf den würde ich, glaube ich, gerne schießen. Steht schlecht für dich. Jawoll. Gut, die Hilfsmittel habe ich hier leider nicht mehr. Rauchbombe. Gut, die sind da hinten scheinbar beschäftigt. Können wir hier vielleicht mal kurz lang schleichen? Was war das? Holen wir uns den kurz. Hey! So, dann ist der auch weg. Wir verpieseln uns. Unser Ziel ist nach wie vor da oben. Wird jetzt nicht ganz so leicht, weil es zwei sind. Die sind nicht länger eine Gefahr. Flieg, wie es dir gefällt. Aber haben wir souverän gelöst. Wenn du nochmal auf meinen Vogel schießt, ne? Ach gut, geht ja gar nicht mehr, du bist ja tot. Aber da kennen wir keinen Spaß, ne? Wenn hier irgendeiner es wagt, auf unser Vogel zu schießen, bringen wir ihn um. Okay, die beiden da unten haben sich beruhigt. Da versteckt sich einer. Oh, da kommt einer. Ein Messer, das ist nicht viel. Okay, ich glaub, ich gehe da lang. So, direkt wieder verschwunden. Oh, von der anderen Seite verschlossen. Irgendwo sucht hier einer. Okay, ich glaube, den müssen wir uns auch gleich mal kurz holen. Geh doch darüber. Okay. Ich weiß nicht, ob der uns da sehen kann. Von wo soll ich da jetzt aber reinkommen? Wahrscheinlich von der anderen Seite, ne? Ich muss da auf jeden Fall aufpassen, dass ich da nicht gesehen werde. Also verpisse ich mich mal wieder hier rüber. Und versuche dann einfach nochmal von der anderen Seite irgendwie durchzukommen. Okay, den Dicken können wir anlocken.
Nur wir müssen früh genug stechen. Ich hätte mich nicht zeigen. Das war zu früh. Ich rufe Unterstützung. Jetzt wird das Fleisch gehackt. Stechling. Das war natürlich dumm, ne? Ich wollte jetzt zu früh zu viel. Aber okay, egal. Ich kann es jetzt leider nicht mehr ändern. Macht aber auch nichts. Behalt die eigene Dummheit. Weitermachen. So. Da oben ist ein Eingang, also könnten wir von oben durchgehen. Hätten wir hier gar nicht hergemusst, ist jetzt doppelt ärgerlich. Weil wir hier gar nicht hätten lang gemusst. Wir hätten durchaus den Typ holen können, der auf unser Vogel geschossen hat. Hätten hier runtergehen können auf den Balkon und dann wären wir schon drin gewesen für den ersten, ja, für den ersten Beweis. Es sieht schlecht aus für den Dufthändler. Doch ich brauche mehr Beweise. Ja, der andere ist schon hier unten. Es wäre viel, viel einfacher gewesen. Verdammt. Aber gut, wir waren noch auf Rachekurs. Ne, scheiß drauf. Wir wollten unbedingt, dass unser Vogel erwischt wird. Letztendlich haben wir hier nicht so viel Aufsehen erregt, denn es war nur der eine. Ich habe die Beweise, die den Dufthändler mit den Banditen in Verbindung bringen. Ich sollte gehen, bevor sie die Lunte riechen. Ja, Lunte riechen ist immer schlecht. Lesen? Ein Gedicht. Die drei sind eins, nun getrennt und doch durch die fleischliche Band verbunden. Durch das fleischliche Band verbunden, das sie einst teilten. Niemand kann sie sehen, obwohl sie unter unser aller Augen unter uns wandeln. Sie sehen alle gleich aus, diese drei. Doch hütet euch, sie sind es nicht. Was? So, auf jeden Fall weg hier. Sprich mit dem Delegierten. Der ist wo? Da. Gutski. Ja, ein bisschen ärgere ich mich jetzt schon, dass wir den Dicken da, ne, zu früh, aber ja. Ist halt wirklich dumm gelaufen. Hätten wir uns vielleicht ein bisschen mehr konzentrieren sollen. Okay, kein Sperrgebiet mehr. Das heißt, wir können flitzen. Aber so ein Bildchen irgendwo wäre nicht schlecht, dass wir das abreißen können. Entschuldigung. Da ist nur einer, der quatscht. Entschuldigung. Da ist ein Bild. Das holen wir uns mal kurz, denn ich hab's lieber, wenn wir vollkommen anonym sind. Wo hängt es? Warte. Ich falle besser nicht auf. So. Jetzt wollte ich mich gerade, ich dachte, einsammeln und war doch nur zum Hinsetzen. Naja. So, wir quatschen mal kurz hier, mal sehen, was er zu sagen hat. Du hattest den richtigen Riecher. Die Aufzeichnungen und die Münzen bringen den Dufthändler mit den Banditen in Verbindung. Gute Arbeit. Ne? Und ich weiß zu schätzen, dass du dein Werk diesmal etwas schneller vollbracht hast. Hä? Besucher im Bruderschaftshaus. So, wollen wir nochmal einen Bogen drehen hier? Vielleicht, wie gesagt, ich glaube zwar, dass es hier unten irgendwo ist, also ich kann es mir nicht anders vorstellen.
guck, rätselhafte Scherben 1 von 2. Hier in diesen Bereichen. Könnte aber auch überall sein, ne? Und das ist auch hier. In diesen Bereichen ebenfalls. 1 von 2. Das heißt, in diesen Außenposten hier fehlt uns irgendwo einer. Hier haben wir überall die rätselhaften Scherben. Das heißt, der muss hier irgendwo sein, in diesen Bereichen, die noch zu sind. Hier ist aber auch alles auf schon. Das heißt, hier kann er nicht sein. Der kann nur hier unten sein. Vielleicht machen wir mal eine Reise dorthin oder so. Vielleicht wollen wir das machen. Um vielleicht die letzte Scherbe zu finden. Hier ist ja auch noch was. Ich weiß nicht, ob wir da vielleicht sogar durch Mission noch hinkommen. Wir werden es sehen. Wir müssen das Brüderschaftshaus da sowieso irgendwo noch besuchen. Müssen wir mal gucken, wo das ist. Wenn wir jetzt mal den hier nehmen, verfolgen. Finde Fulat. Das ist hier. Toll, ich dachte, das ist sehr viel weiter weg. Hier war doch noch eins. Hier, der hier. Wo ist der? Der ist hier, hä? Die sind ja alle hier um die Ecke. Unser erster Stützpunkt in Bagdad, den haben wir aber schon. Finde Fulat. Unser Versteck im Händlerviertel. Okay, dann haben wir nur noch zwei Brüderschaftshäuser. Na gut. Sklavenhändler. Töte den Sklavenhändler. Mit Feuer töten. Okay. Wenn es weiter nichts ist. Schnellreise. Auch noch extra Wünsche mit Feuer und so. Die mögen es ganz spektakulär. Reicht ja nicht schon, jemanden zu finden, der für dich jemanden umbringt. Und dann wollen sie aber noch einen, der jemanden für dich umbringt mit Feuer. Na gut. Ich weiß noch immer nicht, was mit dem Typen da ist, der da zusammengebrochen ist mit seinem Herz. Keine Ahnung, ich habe da jetzt keinen Sohn oder so von ihm gefunden. Vielleicht passiert das noch oder auch nicht. Ich bedarf deiner Augen, Tzadiki. Ich habe mein Ziel entdeckt. Das ist der Ort. Aber kein Sperrgebiet, doch. Wahrscheinlich, wenn ich näher gehe, ne? So, dann müssen wir mal gucken, wie wir den mit Feuer getötet kriegen. Ja, Sperrgebiet, da sieht man schon. Ah ja, da läuft er lang. Okay. Ja, hier geht schon los. Ach du Scheiße. Schaffe ich es, von hier darüber zu springen in den Dings? Habe ich geschafft. So, da oben sind aber zwei. Und hier stehen über Feuerkrüge. Und das heißt ja fast, dass man ihn mit so einem Feuerkrug abschmeißen muss oder so. Und er hat wahrscheinlich eine bestimmte Route, die er immer läuft, ne? So, hier oben sind jetzt natürlich zwei. Das ist semi-gut. Und da ist noch einer. Hier sind zwei. Hier ist einer. Da sind zwei, drei, vier, fünf. So. Fliegen wir nochmal ganz unauffällig hier lang. Waren wir hier nicht schon mal? Kommt mir so bekannt vor. War das ein Tiger oder was? Okay, wir sind leider nicht nah genug. Ich wollte gerade rausspringen. Hey! Mann,
Gut, habe ich noch mal geguckt. Aber ich muss nicht unentdeckt bleiben. Ich kann einfach mit Feuer töten. Geh weg. Danke. So, rein in eine Rübe. Okay, die stehen jetzt beide mit dem Rücken. Das heißt, im nächsten Anlauf könnten wir versuchen. Ich krieg den bestimmt nicht, wenn ich da an der Klippe hänge, oder? Kriege ich. Okay, das hat ja blendend funktioniert. Jetzt habe ich aber ein bisschen Angst, dass der da hinten mich sieht. So, wie gesagt, ich muss ja nicht unentdeckt bleiben. Ich muss lediglich mit Feuer töten. Aber wer hat denn hier eben schon Auge auf uns gemacht? Oh, der kommt jetzt hier rüber. Ich hoffe nur nicht hier hoch. Schon im Jenseits. Scheiße, auf den wollte ich gar nicht werfen. Jetzt geht ja auch noch suchen, der Arsch. Ich muss eigentlich nur die Route rausfinden, wie er geht, damit ich dann weiß, wie ich ihn töten kann. So. Den nehmen wir nochmal mit. So, und ich hoffe, dass die mich jetzt hier nicht sehen. Der hat sogar zwei Katzen. Oh, Backe. Ah, guck mal, da hätte ich schon hinschießen können vielleicht. Ich krieg so ein Fass hier nicht hoch, oder? Sieht schlecht aus. Aber da stehen auch noch welche. Das heißt, wenn er vielleicht hier lang geht gleich, also hier unten, dann können wir vielleicht hier so ein Messer drauf werfen. Jetzt chillt er wahrscheinlich. Oh, oh. Erstmal da drinnen. Gut, wenn das nichts wird, dann sind wir vermutlich ein bisschen am Arsch. Oh, er kommt. Hoffentlich kommt er auch hier lang. Jawohl, ich glaube, er kommt hier lang. Würde das so funktionieren? Ich glaube, es funktioniert. Und jetzt. Gute Ausführung. Es ist vollbracht. Oh. Direkt geklappt. Geh doch. Warum springt er nicht? So, jetzt müssen wir irgendwie wegkommen. Ich hoffe, hier steht jetzt nicht noch irgendwo einer rum, der hier Schmiere steht. Jawohl. Ganz easy. Und weg. Oh, prima. Der Sklavenhändler, den haben wir geholt. Gut, man gut, dass der so ein typisches
so eine typische Route hatte, die ja gegangen ist. Dann war das ein bisschen vorhersehbar, wie wir ihn holen können. So, wir haben hier wieder was Schönes bekommen. Hier. Für das Rostam-Schwert. Welches haben wir aktuell? Warte, Inventar. Wir haben das Rostam-Schwert, okay. Und den Dolch können wir auch verbessern. Das sollten wir vielleicht gleich mal machen. Fertigkeiten haben wir auch wieder 3. Zusätzliche Hilfsmittel, Erweiterung. Messer wieder, Wiederbeschaffung. Alle Wurfmesser, die Gegner treffen, können von ihren Leichen wieder aufgesammelt. Oh, traumhaft. Adlergespür. Enkidus Blick enthüllt die Wachgänge. Okay. Enkidus Wahrnehmung wird erhöht, wodurch das Markieren von Gegnern leichter wird. Oh, das mit den Messern, muss ich gestehen. Ich glaube, das will ich. Was haben wir hier? Luftangriff. Verlangsamt die Zeit während des Luftangriffs. Okay, dann, ich würde sagen, wir nehmen das hier. Bumm, damit wir die Messer wiederbekommen. Das macht vieles leichter. Behaupte ich jetzt einfach mal. Wir gucken mal kurz in der Welt. Vielleicht haben wir irgendwo gerade einen Schmied zufällig in der Nähe. Hier ist einer, glaube ich. Schmiede. Das heißt, wenn wir hier jetzt rüberfliegen, schnell. Hier ist keiner, ne? Doch, hier ist direkt einer. Dann nehmen wir den. Schnellreise, zack. Gehen wir mal zum Schmied. Vielleicht verbessert er unser Schwert. Was heißt vielleicht? Mit Sicherheit, das ist sein Job. Entschuldigung, ich muss mal kurz einen Schluck trinken. So, auf geht's. Der war doch hier direkt um die Ecke irgendwo. Schmiede. Da ist das. Ach, das ist hier. Guck mal, gleich Treppe runter, zack, und dann ist er schon hier. Hier haben wir sogar noch was gefunden. Kodex, die Ausbreitung des Islam durch den Handel. Schön, dich zu sehen. Eine Frau. Sei willkommen. Okay, Ware ansehen. Lass mich deine Waren ansehen. So viel Auswahl. So, wir verbessern unser Schwert. Die Erweiterung der Kriegerseele. Eine gute Wahl. Jeder aufeinanderfolgende Angriff fügt 5% mehr Schaden zu, bis zu einem Maximum von 50%. Schneide schärfen. Besser ausbalancieren. Tödlicher als je zuvor. Welchen haben wir ausgerüstet? Den hier? Schaden, Verteidigung? Pflege deine Klinge. Sie wird es dir danken. Zandschwert des Aufbegehrens. Wir haben hier jetzt 69. Der hat auf Stufe 1 schon 60. Dann wäre fast das gleiche. Schärfen. Besser ausbalancieren. Warum habe ich eigentlich das Messer nicht genommen? Guck mal, den hier habe ich. Der hat 30 und 5. Also 30 und 30. Der hat 36. Verteidigung hat der nur 21. Deshalb habe ich ihn wahrscheinlich nicht genommen. Die Erweiterung der Kriegerseele. Überlegen. Aber egal, wir nehmen Technik, trotzdem. Wahr? Wir nehmen den hier. Den rüsten wir dann auch gleich aus. Das war's also für heute. Das war's für heute. Ich danke dir. Auf ein andermal. Genau. Leb wohl. Leb wohl. Die will nicht, dass ich wiederkomme, scheinbar. So, dann würde ich sagen, rüsten wir mal den Dolch aber aus. Wir haben ja so 41 und 24. Ist jetzt nicht so viel der Verteidigungswert, der sich davon unterscheidet. So. Hier haben wir jetzt 69 und 40. Nach perfektem Ausweichen fügt der Vollgang 50% mehr Schaden zu. Okay. Wir werden ja, denke ich, sowieso wechseln, wenn wir die Scherbe finden. So, wir gucken mal kurz im Kodex. Da haben wir wieder irgendwas. Hier. Wo ist das? Da. Die Ausbreitung des Islams durch den Handel. Der Islam breitete sich weit über die Grenzen des Kalifats aus. In Südostasien, China, Westafrika und an der Miramar-Küste spielten muslimische Händler eine wichtige Rolle bei der Expansion des Islam.
Die Ausbreitung des Glaubens folgte den traditionellen Handelsrouten durch die Sahara, das Rote Meer und den Indischen Ozean. In Guangzhou und an der Malabarküste errichtete Muslime Moscheen für ihre eigenen religiösen Bedürfnisse, die bis heute genutzt werden und zu den ältesten ihrer Art gehören, wie diese Moschee in Kilwa in Tansania. Aber es ist die Natur des Islam, die seine Ausbreitung bei den Handelspartnern begünstigte. Die Religion hatte ihren Ursprung in der kommerziellen ausgerichteten Gesellschaft Mekkas und wurde von einem Propheten gepredigt, von dem angenommen wird, dass er selbst ein Händler war. Sie umfasst einige ethische und praktische Vorschriften, die für gewerbliche Tätigkeiten sehr nützlich sind. Dieser Kodex half dabei, geschäftliche Beziehungen zu regulieren oder notfalls zu sanktionieren und bot den Angehörigen verschiedener ethnischer Gruppen eine vereinigte Weltanschauung, die jenes Maß an Sicherheit und Vertrauen schuf, das für den Handel über große Distanz unerlässlich ist. Von Ghana bis Malaysia tolerierten die lokalen Anführer des Islam in der Hoffnung, dass der Handel davon profitieren würde. Einige wurden sogar zu engeren diplomatischen Beziehungen zu den mächtigen islamischen Staaten ermuntert oder dazu, religiöse Vorschriften in ihrer Gesetzgebung aufzunehmen. Bis ins 15. Jahrhundert hatte sich der Islam jedenfalls auf größtenteils friedliche Weise bis nach Afrika und Südostasien ausgebreitet. Auf freundliche Weise ist das ja immer was ganz Schönes. So, dann gucken wir mal, was die Nachforschungen angehen hier. Aufträge, einen haben wir noch. Der Amtsträger töte ihn, befreie die Gefangenen. Ein korrupter Amtsträger besucht das Gefängnis, töte ihn. Kurz und knapp. Und wo ist er? Wo ist das Gefängnis? Hier ist das Gefängnis. So, Gefängnis ist natürlich nicht so gut. Gefängnis beim Bab Dimash. Gut, wie man schnell reise. Plopp. Und dann werden wir mal sehen. Alle wollen raus aus dem Gefängnis, wir brechen ein ins Gefängnis. Um deinen ganz speziellen Typen das Leben zu nehmen. So, große Moschee. Da ist es schon, da müssen wir rüber. Floppeli, zack. Und blub. So, hier sind auf jeden Fall viele, viele Wachen. Viele, viele Wachen sind hier an Mauern. Wir wollen da rein und wir treten sie in Arsch. Das ist der Ort. Du hast hier nichts zu suchen. Ich gehe doch schon weiter. Ist doch schön, dass ich hier nichts zu suchen habe. Das heißt, ich bin anständig. So. Ich hoffe, dass wir da reinkommen. Ja, ihr sagt es. So, von diesem unauffälligen Zelt kommen wir da rüber. Dann könnten wir vielleicht da hoch. Nee, hier hat er keine Chance, sich festzuhalten. Versuchen wir es hier nochmal. Oh, dieses kleine Stück, ey. Nee. Also, Basim, die anderen Assassinen hätten das aber alle geschafft, du. Das will ich dir jetzt einfach mal so sagen. Ah, guck mal hier. Nehmen wir doch die Löcher. Oh, der stellt sich auch noch genau davor. Ein bisschen Verstecken spielen mit ihm. Ruhe nun in Frieden. Gewiss. Oh.
Nickerchen oder so. Hier ist auch noch einer. Komm raus! Nee, komm du her. Da könnte was sein. Hey! Waffen blank! Wir haben Gesellschaft! Guck mal, er kommt mit seinem Pfeil und Bogen, um zu gucken, was hier los ist. Was? So, kuschelt mal schön, ihr zwei. So, dann haben wir den auch. Aber unser Opfer ist wahrscheinlich da unten im Grunde und da haben wir auch noch den Schlüsselmeister. Okay, wir haben auf jeden Fall viel zu tun. Ich würde sagen, wir werden die Folge noch einmal beenden. Ich hoffe, du bist morgen wieder mit dabei. Lass mir gerne was da. Pass auf dich auf, Medo Bockers. Sehen wir uns morgen, 15 Uhr. Ciao, ciao.